Einführung einer neuen globalen Religion. Welche Religion wird das sein? Eine Religion, die lehrt, dass du Gott bist. Das Geheimnis. Sie nahmen mich zu ihrem Planeten. Ra'el, Botschaft erhalten von Außerirdischen. Benutze diese Metapher. Denke an Aladdin und seiner Wunderlampe, den du wahrscheinlich kennst. Der Genie sagt immer einen Satz: Dein Wunsch ist mir Befehl. Das Universum ist dieses große Genie. Und dein Bewusstsein ist Aladdin. Das Geheimnis. Nun kennst du die Grundlage des Buches. Mitverfasst durch einen selbsternannten Geisterbeschwörer. Finanziert und gepusht durch die gleichen geheimen Gesellschaften, um dich zu täuschen. Ist das ein neues Phänomen? Es existiert schon seit dem Anfang der Zivilisation. Was sind dann diese dämonischen Geister? Es sind Dschinns und diese Wesen sind deutlich im Koran, Bibel und der Tora erklärt, als Dämonen, Dschinn oder gefallene Engel. Über die Zeitalter hindurch haben Menschen mit den Dschinn für weltliche Belohnungen zusammengearbeitet. Wie tut man das? Durch einen freiwilligen Vertrag, Gelöbnis oder Pakt, das abgeschlossen werden muss, basierend auf einer Geben- und Nehmen-Vereinbarung. Du versorgst sie mit dem, was sie benötigen und sie geben dir alles, was du dir auf der Erde wünschen kannst. Dieses Phänomen ist so normal, dass es alle Formen der Popkultur erobert hat. Alles von Musik, Film bis hin zu den Zeichentrickfilmen. Du würdest erstaunt sein, wie viel okkultes Wissen in dem beinhaltet ist, was wir als fiktive Unterhaltung bezeichnen. Schau jetzt, wie dieser berüchtigte blaue Djinn oder Flaschengeist seine Opfer in die Falle lockt. Meister, ich glaube, du begreifst nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Also mach dir es bequem, damit dieses Wem etwas Licht in die Sache bringt. Master, illuminate your possibility. Im Arabischen Flaschengeist Genie ist Jinni, die Einzahl des Wortes Jinn. Das Wissen erworben von dimensionsübergreifender Kommunikation mit den Dämonen, gefallenen Engel oder eindeutiger, den Jinn, ist, was sie erleuchtet, illuminiert. Sie nennen sich die Illuminati, weil sie erleuchtet oder illuminiert sind, vom geheimen Wissen. Das ist das Herzstück der globalen Verschwörung. Fängst du an, das große Ganze zu erkennen? Der Priester erwähnte vor uns, dass die Zeit gekommen wäre, in den Geistern zu vertrauen, um ihnen eine Chance zu geben, für uns zu arbeiten. Und da gab es eine Anzahl an Geschenken, aus der wir wählen konnten. Der liebe Arma hatte Räuber und Scheherazade hatte Märchen dick. Doch Meister Ärmel hoch, jetzt geht es rund, mit meinem Zauber kannst du jeden Trick. Du bist jetzt Schwergewicht im Wunschwein, du hast regelrechtes Arsenal. Lass jetzt Feuer, Flamme, Schuh, hau rein, halt nur die Lampe und ich komm nochmal. Dann sag ich, mein Meister Aladdin, Sie wünschen bitte sehr. Die Bestellung, we do sweet, sofort. Nun kleiner Freundschaftsdienst von mir. In der englischen Version? Du hattest noch nie einen Freund wie mich. Hast du verstanden? Verstehst du, was unseren Kindern da eingetrichtert wird? Danach präsentiert der Genie Aladdin den Vertrag. Und durch die weltlichen Vergnügungen lockt er ihn hinein. All diese weltlichen Begierden können wahr werden durch solche Praktiken. Der Meister zu meiner Zeit hat mir gesagt, es wäre für uns heute an der Zeit, vertraut zu werden mit dem Anbetungsraum der Götter. Sie hatten die Geister während ihrer Materialisierung fotografiert und Gemälde von ihnen angefertigt. Circa 100 von ihnen waren im Raum aufgehängt. Wie fühltest du dich, als du diesen Raum betratst? Ich fühlte, dass diese Leute Macht besaßen und sie hatten eine Menge davon. Fühltest du dich zur Macht hingezogen? Ja und nein. Ich hatte gemischte Gefühle darüber. Weil bis zu einer bestimmten Stufe schauten die Dinge so gut aus, hörten sich so gut an. Aber du musst wissen, ich wurde in einem christlichen Haus geboren und mein Vater sagte, wenn du dich in schlechten Dingen verstrickst, wirst du auch dementsprechend den Preis dafür bezahlen. Es gibt immer einen Preis für alles in dieser Welt. Daher kam mir dieser Gedanke. Wie weit gehst du mit den Geistern, wofür du den Preis bezahlst? Also machte dich das etwas nervös. Aber trotzdem fuhrst du fort. Da gab es keinen Weg hinaus, weil das etwas war, was uns preisgegeben wurde. Da du davon wusstest, machtest du also eher wegen Furcht weiter? Aufgrund der Furcht, ja. Weil die hohen Priester sagten,
Der Meister hätte spezielle Pläne für uns in unserem Leben, dass niemand in die Gesellschaft kam, der auch nicht von den Geistern eingeladen wurde. Das wurde uns ganz deutlich klar gemacht. In Wahrheit, Roger, wurdest du von einem höchst mächtigen dämonischen Geist auserwählt, um zu ihrer speziellen und privilegierten Gruppe von Menschen dazu zu gehören. Du musst wissen, der Priester erwähnte uns, dass es wie in Montreals Gesellschaften es tausende von Geisteranbetern in verschiedenen Gesellschaften gibt. Dann sagte er, dass wir die Elite sind. Wir wissen über die wirkliche Wahrheit unseres Meisters und seiner Engel. Und es waren keine teuflisch aussehende Wesen. Von den Gemälden zu urteilen, die sie im Anbetungsraum hatten, waren es wunderschöne Kreaturen. Nun, wenn du zu diesen Andachtssitzungen gehst, was für Dinge passieren da? Nun, da gibt's eine Menge von Erfolgsgeschichten. Der Meister hat dies und das für mich getan. Zu welchem Zeitpunkt zeigte die Geisteranbetung persönlich Wirkung auf dich, Roger? Es dauerte nicht lange. Der Priester sagte, es wäre die Zeit gekommen, dass wir unser Vertrauen in die Geister setzen sollen und den Geistern die Chance geben, für uns zu arbeiten. Und da gab es eine Anzahl an Geschenken, von denen du aussuchen konntest. Verstehst du, was dieser Mann gerade verraten hat? Willst du von den großen Plänen der Täuschung erfahren? Die Täuschung des ganzen Zeitalters, der Vergangenheit und des Gegenwarts? Für jedes Zeitalter gab es einen anderen Plan, aber alle waren auf dem gleichen Ziel gerichtet. Die Irreführung des Menschen, weit weg von Gott und der Wahrheit. Hör genau zu, wie Roger behauptet, die Pläne kämen vom Luzifer. Sie haben drei vorrangige Strategien, der sie folgen. Erstens, Lucifer sagt, wir müssen den Menschen wahrmachen, dass Satan und seine Engel nicht existieren. Weißt du, Roger, das ist interessant, weil eine aktuelle Forschungsuntersuchung behauptet, in einer nationalen Umfrage, dass etwa 75% nicht wirklich an einen Teufel glauben. Aber es gibt ihn. Der nächste Punkt in dieser 3-Punkt-Strategie ist,